Die gründen ja die vier, dann später fünf, weil für eine richtige Hardrock-Band braucht es nun mal fünf. Gründen ja eine Hardrock-Band, Mountains of Thunder heißt die, und spielen eben die ganzen Klassiker der 70er Jahre rauf und runter. Aber das müssen sie sich erstmal hart drauf arbeiten. Und um das irgendwie doch einigermaßen glaubwürdig zu erzählen, musstest du ja dann irgendwie auch recherchieren, aus welchen verdammten Akkorden bestehen. Du bist kein Gitarrenspieler. Ich habe mal Gitarre gespielt, aber Um die Simon & Garfunkel und Sachen ganz runterspielen richtig. zu Also ich bin so können, über die 6, 7 ja. Grundakkorde und 4/4-Takt nie hinausgekommen. Aber ich habe aber jetzt nicht mich jetzt so total vergraben in die Musiktheorie dieser Nummern. Also ich habe eher laut gehört und auch geguckt, was macht das mit mir? Ich habe mich sehr lange unterhalten mit Freunden von mir, die eben 3, 4 Jahre älter sind, speziell mit einem Freund von mir, der in Berlin lebt und absoluter Experte für diese Art von Musik ist Also. und auch für diese Art, also so für die Art und Weise, wie man mit der Musik umgegangen ist und warum man das gehört hat, der auch dann vielleicht nicht damals, aber doch im Laufe seines Lebens auch darüber reflektiert hat, warum ausgerechnet diese Musik ihn so interessiert hat. Und da haben wir uns sehr lange darüber unterhalten, zum Teil abends am Telefon, 2 Stunden mit jeweils einer Pulle Bier dabei. Und also war fast so, als hätten wir in der Kneipe gesessen, nur eben auf einem Abstand von 600 Kilometer. Und deshalb kann ich bis heute noch nicht sagen, aus welchen Akkorden jetzt, sagen wir mal, Smoke Smoke on the Water. Ja gut, das kann ja jeder auf der Gitarre so auf Water. der dicken E-Seite nachspielen. Aber Ja, da brauchst du aber ein paar Rehgriffe. Das um den den kann man auf einer ganzen. Ja, Seite. das Aber geht, aber das ist nicht der harte Sound, den Ritchie nee, Blackmore drauf hat. nee, nee, Der tut weh. das tut weh. Das kriege ich auch so nicht hin. Nee, aber ich habe mich da jetzt nicht. Das war auch das Risiko dabei. Ich bin da so ein bisschen rangegangen, so wie ein musikalischer Halbleihe. Aber ich habe es dann auch lesen lassen von Leuten, die ein bisschen mehr Ahnung von Musik haben und die sagten, zumindest ist es eigentlich peinlich.